Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ihr kennt das, sobald ich ein neues Smartphone da habe oder ein neues Tablet, gibt es viele, viele Videos und wir werfen auch einen genauen, detaillierten Blick auf das Design. In diesem Falle ist das Google Nexus 7 2013 dran. Los geht's, ich wünsche euch viel Spaß. Auf den ersten Blick sieht man auf der Vorderseite nicht viel außer ein Display, zwei dicke und zwei dünne Rahmen und eine Aussparung für die Kamera. Was gibt es aber genau? Oberhalb des Displays in einem der beiden dicken Rahmen, wofür die gut sind, das schauen wir uns gleich noch an, gibt es einen Sensor, und zwar ist es ein Lichtsensor und zusätzlich eine Frontkamera. Diese löst mit 1,2 Megapixeln auf und Videos können in HD, also in 720p, aufgenommen werden. Unterhalb des Displays, ebenfalls in einem dicken Rahmen eingearbeitet, gibt es dann noch eine große Benachrichtigungs-LED, die, wie gesagt, eine wirklich schöne Größe hat und wofür sie da ist, ich glaube, das wissen wir alle. So, jetzt kommt der Blick auf das Display und ein paar Hinweise zu den Rahmen. Das Display ist 7,02 Zoll groß, ist ein IPS-LC-Display mit Auflösung, die WUXGA heißt. Das bedeutet 1920x1200 Pixel. Das bedeutet, wir haben 323 Pixel per Inch und geschützt wird das Ganze durch Corning Gorilla Glass. Die Rahmen sind links und rechts des Displays, wir reden jetzt mal vom Landscape Mode, deutlich breiter als es die anderen beiden Rahmen sind. Das ist extra so, denn das Nexus 7 2013 soll im Landscape, also im Querformat gehalten werden und die Ränder sind dazu da, dass man das Gerät besser packen kann, beispielsweise beim Gaming oder beim Surfen, beim Videoschauen oder sowas, sodass man nicht das Problem hat, dass man irgendwie mit den Fingern auf das Display toucht, weil der Rahmen zu dünn ist. Unterhalb des Displays und überhalb des unteren Rahmens finden wir noch eine Leiste mit On-Screen-Tasten, Zurück, Home und alle aktiven Anwendungen. Wir drehen das Ganze einfach mal um und finden dort viel, viel Polycarbonat. Das Ganze ist eine gummierte Polycarbonat-Rückseite, die sich wirklich extrem gut anfühlt. Man hat einen guten Grip, das Gerät rutscht nicht einfach so aus den Fingern, das fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. In der Mitte ein horizontal gehaltenes Nexus-Logo, das auch nochmal für den Landscape-Mode spricht. Dahinter ist übrigens die NFC-Antenne. Dann sehen wir noch einen ASUS-Schriftzug, einige Kennzeichnungen. Wir sehen zwei Lautsprecher. Einmal links, hier ist das Ganze zweigeteilt durch den Micro-USB-Anschluss. Und einmal rechts, dort ist er komplett ausgebaut in der vollen Länge. Ja, Stereo-Sound haben wir dank dem Fraunhofer-Institut. Das Ganze klingt gut, toller Surround-Sound, geht vollkommen in Ordnung. Außerdem mit an Bord ist eine 5-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite, die Videos in Full HD aufnehmen kann. Warum genau wir hier eine 5-Megapixel- und auf der Vorderseite eine 1,2-Megapixel-Kamera haben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird die Hauptkamera bevorzugt. Ich fände es cooler, wenn die 5-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite wäre, denn man macht, glaube ich, eher Videotelefonate oder Selbstporträts als irgendwelche Fotos von der Gegend. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Von hinten betrachtet sitzt die Kamera ganz oben rechts im Eck. Andersrum heißt es natürlich, dass sie ganz oben links ist, wenn man es vor sich hält. Bevor wir uns die Seiten ansehen und dort die Anschlüsse, noch ein kurzer Hinweis auf die Ecken, die wirklich relativ wenig abgerundet sind. Es geht also deutlich weniger spitz. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Kommen wir nun zu den Seiten. Auf der rechten Seite, ihr seht es schon, ist alles blank gehalten. Dort gibt es absolut gar nichts. Auf der Unterseite finden wir den Micro-USB-Anschluss zum Laden, Synchronisieren und dem Dateiaustauschen mit dem PC oder Notebook. Und je nachdem, aus welchem Winkel wir gucken, sehen wir hier nochmal eine von zwei Lautsprechern. Der Blick auf die rechte Seite zeigt uns eine Ein-Aus-Power-Taste, eine Lautstärkewippe und ein Sekundärmikrofon zur aktiven Geräuschunterdrückung. Alle Tasten sitzen absolut fest und haben einen wunderbar guten Druckpunkt. Bleibt noch über eine gar nicht mal so spannende Oberseite mit 3,5 mm Klinkenanschluss und auch hier könnten wir wieder einen von zwei Stereo-Lautsprechern sehen. So, und das war's dann auch mit unserem detaillierten Blick auf das Design des Google Nexus 7 2013. Falls ihr irgendwas noch nicht gesehen habt, jetzt habt ihr es gesehen. Das war's dann auch von meiner Seite. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.